Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Liada, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was hat er vor? Was ist sein Plan? Das klären wir bei dieser Legung. Sein Gegenwart zeigen hier die Mäuse. Die Mäuse symbolisieren als erstes die Angst. Er hat Angst von etwas oder hat Angst, Entscheidungen zum Treffen. Wenn die Mäuse erscheint, dann geht etwas zum Verloren. Im Kartenlegen nennt man das, die Mäuse fressen etwas weg. Wie zum Beispiel diese Wolke, die Unklarheiten, und bald klärt sich etwas auf. Die Mäuse, also kleine Tiere, könnte ich heutzutage auch verbinden mit diesem Coronavirus, was diese Unklarheiten auslöst im ganzen Welt, dass er damit auch beschäftigt. Was ist sein Plan? Genau diese Unklarheiten aufräumen. Dass das beendet ist, dass er einen Überblick hat über sein Leben oder über die Zukunft. Was ist der Fokus? Das zeigt hier diese Reisekarte. Entweder Verbindungen zum Ausland oder ein Urlaub, eine Reise oder Kontakte zum Ausland. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein, in eine Glaubensrichtung oder Spiritualität oder eine ganz große, weite Reise von Vergangenheit und zeigt karmische Themen. Dieses Schiff symbolisiert die Hoffnung. Und das ist bei ihm der Fokus, dass eine Verbesserung kommt. Welcher Einfluss hat auf ihn diese Frau im Hintergrund? Das sind die Kinder oder die Kinder symbolisieren auch Neuanfang, dass sie das hofft, eine Versöhnung, ein Neuanfang. Aber das sind ihre Wünsche. Und was ändert sich bei ihm? Die Sternenhimmel zeigt Glück, auch Spiritualität oder dieses Glauben. Es ist alles im Sternen geschrieben und das, was er vertraut. Wie steht er zu dir? Das zeigt dieses Herz. Das ist die Liebe. Ich brauche nicht allzu viel dazu sagen. Dieser Mann hat sich verliebt an dich. Wie steht zu dieser Frau im Hintergrund? Das zeigen hier diese beiden Karten. Eine schicksalhafte Entscheidung wird er treffen und wird diese Beziehung beenden. Das zeigt hier dieser Sarg und das hat eine symbolische Bedeutung, endgültig etwas zum Beenden. Wie steht er zu dir? Du erscheinst hier mit diesem tanzenden Bewegung. Das ist dein Auftreten, deine Ausstrahlung und das, was er bewundert. Was kannst du tun? Dieser Blumenstrauß symbolisiert Schönheit, Ästhetik, Kunst, Kreativität. Das beeindruckt ihn. Dein Aussehen, dein schönes, gepflegtes Aussehen, dein guter Geschmack, aber auch deine Kunst berührt ihn. Und die Zukunft nimmt er selbst in Hand.
verabschiedet von seiner Partnerin und ihr kommt zusammen. Diese Energie, was euch verbindet im Gegenwart, kann ich in Zahlen umwandeln. Das ist die Zahl 3 und das heißt, ihr beide, du und er, könnt ihr etwas Neues gestalten. Das kann auch Zusammenarbeit sein oder die Kreativität. Die Zahl 3 bedeutet aber eine dritte Person. Und diese dritte Person hat noch einen Einfluss auf die Geschehen. Aber dann folgt die Zahl 2 und das heißt, er lässt es nicht zu, sondern lebt die Zweisamkeit, du und er. Ich befrage jetzt meinen Pendel, liebt er dich? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er liebt dich. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er liebt dich nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann ist es alles ungewiss. Die Frage ist, liebt er dich? Er ist hin und her gerissen. Er kann mit seinen Gefühlen nicht umgehen, aber dann öffnet er sich und zeigt seinen Gefühlen, dass er dich liebt. Liebe Liada, du brauchst noch ein bisschen Geduld mit ihm, aber vertraue auf seine Gefühle, vertraue auf seine Liebe. Und genau das möchte er auch sagen. Das Herz und diese Blumen, die Liebe und die Kunst, aber auch deine Schönheit, was euch verbindet. Und das ist hier seine Sprache. Und so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.